Bei Akzeptieren gibt es keine Lösung nicht mehr. Da gibt es keine Möglichkeit. Das ist so, sag zu und fertig und das ist so. Und diese ganze Akzeptieren, das ist das, was du dein ganzes Leben mitschleppst. Jeder schleppt dauernd immer irgendwas mit, das was er akzeptieren tut. Und das haut man in den Rucksack rein und das wird immer größer und immer schwerer. Und eine ist halt stärker und der andere nicht, aber irgendwann ist der Rucksack einfach schwer. Und realisieren ist dann einfach den Rucksack auf den Tisch legen, aufmachen und das ganze Zeug einfach, was drinnen ist, was du mitnimmst, ausräumen, anschauen, ins Gesicht schauen halt und so. Und dann kannst du alles auflösen, bis das alles weg ist. Und das war dann für mich einfach dann, du musst der Realität ins Auge schauen. Mir macht es keinen Spaß nicht, dass ich behindert bin, dass ich im Rollstuhl hocke, aber es ändert nichts. Ob ich mir jetzt einrede, ich sitze nicht im Rollstuhl oder schaue, es ist einfach nur mal so Fakt. Und das hat einfach dann Befreiung gemacht. Und dann, dann wirst du authentisch mit dir selber, weil dann bist du einfach der, der du bist.